Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Valheim. Ich habe offscreen noch die ganzen Sachen zurückgebracht, damit, falls wir hier was finden sollten, es auch mitnehmen können. Und bin dann, habe alles repariert und bin wieder zurückgegangen. Ja, wenn euch das nachfolgende Video gefällt, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen oder einen Abonnement, falls noch nicht passiert. So, und jetzt hauen wir uns einen Frosttrank rein. Okay, was geht hier ab? Ah, Skelettknochen. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas finden können. Außer schon wieder einen Troll. Ich bin ja gespannt. Wahrscheinlich werde ich einmal getroffen und bin instant tot. Wow, nice. Brutal, Alter. Bin ein richtig harter Junge. So, Drachenbett, Läufer, Wolfszahn. Also irgendwie lief das jetzt besser, als ich erwartet hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach nein, ich habe ja gar... Das ist ein Steingerber. Obsidian kann man, glaube ich, nur mit der Eisenspitzhacke abbauen. Ja gut, egal. Was war das da vorne gerade? Ja, wie gesagt, egal. Heute werden wir erstmal ein bisschen gucken, was hier so abgeht. In der Hoffnung, dass uns nicht gleich ein Steingolem killen will, würde ich ganz gut finden, weil den packen wir definitiv nicht. So, Herr Wolf. Ja gut, dann ist es also soweit. Oha. Oh mein Gott. Nee, so schnell konnte ich gar nicht blocken drücken, Alter. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wir sollten besser mit Pfeilen schießen. Und da bin ich selber schuld, weil ich mich gerade so saudämlich hingestellt habe, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da wären wir wieder. Jetzt habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe ein paar Beeren gepflückt und bin dann hochgesprintet. Ich hatte ja kein Gefriert, also kein Gefrierschutz mehr dabei. Kein Frostwiderstand. Wären jetzt auch fast drauf gegangen. Meine Sachen genommen und als erstes den Frostwiderstand reingeprellert. Dann habe ich noch schnell mir die Klamotten angezogen und habe den Wolf mit zwei Schüssen umgelegt. So, und da wären wir jetzt auch wieder. Okay, merke, Wolf ist, glaube ich, tatsächlich schlauer, wenn wir das mit dem Bogen machen. Weil er haut uns halt echt weg. Ich hätte zwar gedacht, dass ich vorhin richtig geblockt habe, aber offensichtlich war dem nicht so. Okay, das ist kein Problem, einen Wolf zu finden, aber bitte auf eine gewisse Entfernung. Hey Bro. Komm mal wieder runter. So. Wäre es eigentlich ganz cool gewesen, wenn der Wolf auch irgendwas gedroppt hätte. Okay, da unten stehen noch ein paar Flachzangen von dem, von den Krautzwergen. Okay, jede Menge sogar. Aber deswegen bin ich eigentlich nicht hier.
sagen, wir schauen uns mal ganz weiter vorsichtig um. Und passen auf, dass uns ja kein Wolf sieht. Aber ich glaube, das lässt sich gar nicht immer vermeiden, dass dich der Wolf nicht sieht. Was ist da hinten? Eine Hütte. Schaut wieder nach Grauzwergen aus. Hier gibt es tatsächlich... Ah, wie viel sind das denn wieder? Könnte ich mich mal... reinschmeißen. Bisschen Action nebenbei. Ja, da wird durchgemäht. So, grazie. Freunde. Den brauche ich nicht. Ich mach die Tür auf. Hey Bro. So. Kiste steht wahrscheinlich wieder hinter der Tür, oder? Ah ja, da steht sie ja. Voll geschmiert mit Blut. Die Kohle nehmen wir mal mit. Gut, die Pfeile brauchen wir definitiv nicht mehr. So, dann zurück zu den Bergen. Ich will halt jetzt auch noch nicht ganz hoch, wenn ich ehrlich bin. Weil ich einfach genau weiß, das werde ich definitiv nicht überleben. Beim Wölfe sind ja Rudeltiere, da brauchen bloß zwei Stück gleichzeitig kommen, dann war es das schon wieder. Hä, es gibt doch... Hä? Das ist jetzt aber ungewöhnlich. Dass hier die Skelette vorm Gebirge Wache halten. Ah, wieder ein schicker Gegenstand. Ja, genau, Alter. Die Skelette droppen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber wenn ich einen Wolf kill, komme ich gar nichts. Ja, sind wieder so Klumpsachen. Gerade kurz überlegt, ob ich mir schnell in der Grabkammer, ob ich die schnell looten soll, bisschen Kohle ranholen. Ah ja, wenn ich schon hier bin, komm. Wir brauchen ja schließlich noch einiges an Gold für unsere ganzen Sachen, die wir noch kaufen wollen. Dann setze ich auch mal hier wieder die gute alte Lampe auf den Kopf. So. Zack, zack. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Na Junge, also Bro, das war jetzt unverschämt. Sie einfach hinter der Tür verstecken. Wow, Feder können wir mal mitnehmen. Die Pfeile brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sackgasse oder wie? Tatsächlich. Schade. Dann wo wäre es hier noch lang gegangen? Bei der Tür. Okay, da geht es wieder irgendwo hoch. Naja. Aber auch nichts. Das ist ja ein super Grab. Da werde ich nicht reich werden. Was geht hier ab? Pilze nehmen wir wie immer mit. Jetzt gelandet. Lol, das habe ich auch noch nie gesehen. Hier ist noch eine Tür. Die lassen wir aber mal zu und gehen erstmal da lang. Okay, hier ist schon mal nichts.
So ein Ding habe ich echt noch nie gesehen, so eine Grabkammer. Mit so Säulen in der Mitte. Aber schaut ganz cool aus. Oh no. Jetzt müsst ihr mal wissen, ob ich den schon pack. Mittlerweile. Easy. Schade, dass der immer... Oh, du bist ja vielleicht ein Schwein. Vor allem das Schlimme ist, das wäre halt jetzt echt mein sicherer Tod gewesen. Zwei Sterne Skelett, ein Schuss in den Rücken und die Lichter wären ausgegangen. Gut, das brauchen wir sowieso noch hier. Wir werden noch ziemlich viele... Komm an, Holz. Wir werden noch ziemlich viele Portale brauchen. So, dann können wir hier gleich zurückrushen. Hier haben wir alles gesehen. Gehen wir gleich da lang. Achso, okay, das hat sie ja eh recht schnell erledigt. So, was geht hier ab? Ah, Bro. Okay, hier geht auch nichts ab. Das war dann echt nicht so die lohnenswerteste. Nee, nicht wirklich. Aber gut. Dafür ging es schnell. Nehmen unseren Stuff mit und hauen ab. Zack und tschüss. Es darf halt nur nicht ein Wolf vor der Tür warten. Setzen wir den hier wieder auf. Wartet nicht, zum Glück. Achso, Frost ist schon wieder alle. Soll ich mal nochmal einen reinpfeifen? Ja, komm on. Einen gönnen wir uns noch. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Problem ist halt auch, weil man das nicht wirklich gut, also wegrennen kann man da sowieso nicht. Ich hätte vorhin schwören können. Dass ich eigentlich schon richtig geblockt habe, aber irgendwie, das erste Mal hat er mich nicht getroffen. Und dann war ich irgendwie so aus dem Rhythmus raus, dass ich beim zweiten Mal voll erwischt wurde. Ja, und beim dritten Mal war es ja das dann eh schon. Wie ihr gesehen habt. Okay, da drüben ist schon mal ein Wolf, das heißt. Wir müssen dich jetzt schnell so ausschalten. Oh nein. Oh nein. Oh nee, das gibt's ja nicht. Ich kann ihn wirklich nicht blocken, Leute. Oh, Mama. Oh Gott. Ja. Nee, keine Chance, Freunde. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr machen. Da brauche ich einfach bessere Ausrüstung. Ich denke, wir werden hier nicht Eisen farmen. Beziehungsweise wir werden uns die Eisenrüstung jetzt erstmal hochzimmern. Und dann, wenn die ganz oben ist, dann werden wir mal gucken, ob wir da bessere Items finden. So, gleich wieder da. Hey, Freunde, willkommen zurück. Ich habe mein Zeug geholt, bin dann auch gleich zurückgelaufen, weil das macht so jetzt keinen Sinn. Dachte mir, das wollt ihr jetzt vermutlich nicht unbedingt sehen. Jetzt reparieren wir erstmal unseren ganzen Spaß. Und dann müssen wir wohl einfach akzeptieren. Ohne Eisenrüstung kommen wir da einfach nicht weit.
Oh, die tolle Fackel brauche ich auch nicht. Oh, so wenig wie dich. Und dich brauche ich auch nicht. So. Dann packen wir das Zeug auch schon mal hier rein. Genau, hier habe ich das Zeug reinge. Dann nehmen wir lieber mal den wieder mit. Komm schon woanders hin. Du kommst da rein. Achso, du kommst eh da rein. Zack, zack. Du kommst auch woanders rein. Du auch. Gut, Zähne, Fell. Die können wir mal noch woanders verstauen. Das machen wir eben mal noch schnell kurz. Packen wir ein bisschen gleich zu dem, machen wir denn das Trollzeug hin. Packen wir dich mal da rein, genauso wie den Zahn. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dich, dich und dich. Können wir eigentlich genauso gut wegballern. Brauchen wir nicht, ist alles aus Bronze. Genau. Hätte ich zwar dann jetzt nicht unbedingt verbessern müssen, aber gut. Ist halt nun so. So. Dann können wir mal unsere paar Sachen mitnehmen, die wir haben, und zu Haldor gehen. Er hat jetzt wahrscheinlich nicht viel Neues, denke ich. Legendäre Essenz. Nein. Achso, ja, genau. Gib mal her. Das auch. Was haben wir jetzt noch? Eigentlich nichts Schlimmes, aber es ist halt alles am Arsch der Welt, gell? Ja. Na, dann gib mir doch gleich nochmal ein. Okay, das geht. Und den kannst du auch gleich noch geben. Okay. Mal wieder ein paar Kopfgeldmissionen am Start. Ja, Wolf, nehme ich jetzt mal nicht mit. Gut, unser Gold geben wir jetzt so mal noch nicht aus. Wir brauchen ja dann später auf jeden Fall noch das Ymir-Fleisch. Uncrafted ring in the shape of a dragon. Supposedly it will guide any who wear it to sources of gold. But this one seems to be cursed to only find Haldor's treasure chests. Ja, der Ring ist halt, glaube ich, auch übel. Im Endeffekt ist es ja nicht halt, das sind ja bloß irgendwelche treasure chests, wenn ich es richtig verstehe. Genau, treasure chest. Weil hier kann ich ja hier dann Haldors Kisten finden, oder? Haldors Treasure Chests. Ja, genau. Gut, dann sparen wir mal auf zwei Riesen, weil da ist bestimmt ziemlich geiles Zeug drin. Gut, in Teilen könnten wir mal die kaufen. Könnten wir ein paar kaufen. Interesse halber. Und dann können wir mal noch gucken, ob wir vielleicht auch noch unsere Axt oder so verbessert bekommen. Was brauche ich denn da eigentlich? Jetzt sieht es das nicht automatisch da an. Achso, hoch. Einmal mal noch den Spaß hier auf. Was brauche ich denn für ein 5 Dust, 5 Essenzen? Genau, die beiden. Aber ich bräuchte auch noch eine goldene. Genau, so einen goldenen Runenstein. Haben wir da nicht mal einen gefunden? Gleich nochmal. Ach so, genau wegen dem Bogen. Ne, wo?
Aber das, ach, kostet 5 hiervon. Na komm. Machen wir. Gib mir mal das noch. Das mache ich jetzt, dann verbessere ich mal meine Axt. Vielleicht knallt es ja dann wirklich besser rein. Zack, zack, zack. Danke, Bro. So. Jetzt kann ich aus den 5 blauen eine goldene machen. So. Dann brauchen wir dich und dich. Dann stellen wir jetzt mal die her. Ja, was mal zum Verständnis. Genau, und das 5. Da habe ich ja noch gar nichts, gell? Nee. Na gut, shit happens. So, was ne. Hä? Auch davon 5. Oh. Da habe ich mich wohl verklickt. So Leute, was nehme ich? Die Axt oder das Schild? Ich denke, ich nehme mal die Axt. Hier hätten wir vielleicht die Möglichkeit, sage ich mal, dass wir wahrscheinlich mehr Schaden machen. Und bei der anderen, dass wir... Ach komm, ich nehme die Axt. Komm, let's go. Bitte 3 Effekte. Oh, schade. Wow. 5 Lichtschaden dazu. Und Attack Speed. Ja, gut, war es jetzt nicht unbedingt wert, wenn ich ehrlich bin. Hätte man sich genauso gut sparen können. Dann, was wollte ich denn noch machen? Genau. Wir wollten hier mal ein bisschen noch die Schmiede verbessern. Genau, den Blasebalg und den Amboss hier. Auch noch. Ah, Junge, da gibt es ja wieder tausende Sachen. Dann machen wir es einfach der Reihe nach. Du hier. Okay, du kannst da nicht hoch. Da mache ich vielleicht doch erst den Amboss. Zack. Schmiede Stufe 4. Heißt, wir können unser Schild nochmal upgraden. Und unser unsere Axt auch nochmal. Oha, 20, aber. Ja, da sieht man mal, wie das Eisen weggeht. Das ist Wahnsinn. Und dann irgendwann kommt es ihr beiden mal noch dran. Aber das macht halt jetzt. Also ich behalte einfach den Kopf. Stimmt. Wiegt nix. 5 mehr tragen, ist unwichtig. Rust Resistance, Spirit Resistance. Ich glaube einfach nur den Brustpanzer. Komm, den gönnen wir uns jetzt. Zack. Genau, schon haben wir 16 Kopf. Genau, haben wir mehr. Da können wir dich auch gleich wieder enchanten. Hier ein bisschen Wasser, da will ich lieber 9 Bronze. Huch, nein, nicht 9 Bronze. Das ist auch planlos. Du, weg damit. Ja, gut, Freunde, dann war's das für diese Folge. Den Ding lasse ich mal noch hier, weil Stamina Regen improved bei 20%. Das ist halt schon ein geiler Zauber. Und der verbessert unsere ganze Armor um 19%. Was auch nice ist, weil die normale Rüstung hat ja nur 14%. Sprich, das habe ich jetzt schon 14,3. Das bringt erst was, wenn ich sie voll abgegradet habe. Oh je, wir müssen wohl bestimmt nochmal Eisen farmen, aber das mache ich eventuell auch einfach offscreen. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Stevie B. Ciao.